Heute beim elektrischen Reporter: Autisten, Suchmaschinenpoesie und verschenkte Bücher. Ich habe sie erwartet. Für die meisten Menschen, die anders sind als die meisten anderen Menschen, ist gar nicht das Anderssein das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass sie von den meisten anderen Menschen als besonders andersartig behandelt werden, wie unser erster Beitrag zeigt. Martin Drucks ist experimenteller Informatiker und arbeitet als Softwaretester in Berlin. Soweit nicht ungewöhnlich, wäre da nicht ein Detail, das ihn von den meisten Menschen unterscheidet. Martin hat das Asperger-Syndrom. Das ist eine Form von Autismus. Und er ist einer von wenigen Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die ein normales Berufsleben führen. Wie schwierig es bis dahin war, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, das hat Martin nicht vergessen. Was sind Ihre drei größten Stärken oder größten Schwächen und wo wollen Sie in 5 Jahren stehen? Das weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber die wollen halt trotzdem, dass man irgendwas sagt. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wenn ich Sachen noch nicht weiß, fällt mir das halt nicht so leicht, da irgendwas zu sagen. Es gibt andere Leute, die können das wahrscheinlich besser. Vor allem das Filtern und Bewerten von Eindrücken bereitet den meisten Autisten Schwierigkeiten. Und diese Probleme zeigen sich am stärksten im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Die Mimik und Gestik ihrer Gesprächspartner richtig zu interpretieren, ist für viele autistische Menschen schwierig, wenn nicht unmöglich. Ob ein Kollege etwa wütend oder verzweifelt ist oder ob er nur einen Spaß macht, können die meisten nicht unterscheiden. Und auch Ironie oder Sarkasmus ist ihnen fremd. Behindert fühlt sich Martin Drucks deshalb aber noch lange nicht. Ja, Autismus ist ja eine Art zu sein und ist keine Behinderung. Also jedenfalls so, was die Leute, die ich hier kennengelernt habe, da würde ich also nicht sagen, dass hier das Klima einer Behindertenwerkstatt aufkommt. Es ist halt eine IT-Firma und wir machen hier Dienstleistungen, Software testen. Auticon, das Unternehmen, bei dem er arbeitet, ist trotzdem keine normale IT-Firma. Denn die Firma beschäftigt ausschließlich Menschen aus dem Autismus-Spektrum als Softwaretester. Dirk Müller-Remus ist selbst Vater eines autistischen Sohnes und hatte die Idee zur Gründung von Auticon, als er mit seiner Frau eine Selbsthilfegruppe besuchte. Da waren 25 Asperger-Autisten, alle erwachsen. Und jeder hat nach und nach erzählt aus seinem Berufsleben. Und das war so erschütternd für mich, weil allesamt, das waren alles hellwache und intelligente junge bis ältere Menschen und keiner von denen hatte einen Arbeitsplatz. Und die haben alle eigentlich die gleiche Story erzählt, dass es eben nicht so sehr an der Fachkompetenz lag, warum das nicht funktioniert hat, sondern einfach daran, dass sie mit den sozialen Regeln im Betrieb einfach nicht zurechtgekommen sind. Dabei sind viele Asperger-Autisten dem Durchschnittsmenschen klar überlegen. In Mustererkennung beispielsweise, in Konzentrationsfähigkeit oder Detailgenauigkeit. Eine komplizierte, aber sich ständig wiederholende Tätigkeit auszuüben, ist für viele Menschen eine Qual. Asperger-Autisten bereitet das keine Schwierigkeit. Diese Fähigkeiten wiederum sind Unternehmen, die ihre Software auf Fehler überprüfen wollen, viel Geld wert. Friedrich Nolte vom Autismus Deutschland e.V. bewertet solche Modelle, mit denen Autisten ein unabhängiges Leben ermöglicht werden kann, zwar insgesamt positiv, sieht aber auch ein Missbrauchspotenzial. Das würde ich jetzt auch erstmal als Chance begreifen, aber gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr, dass die Betroffenen tatsächlich für Aufgaben eingesetzt werden, die anderen vielleicht als zu stupide oder als abstumpfend vielleicht auch gelten dann. Und insofern dann auch wieder ausgenutzt werden. Diesen Vorwurf weist man bei Auticon weit von sich. Die Arbeitsumgebung wurde in Absprache mit den autistischen Kollegen bewusst reizarm und ablenkungsfrei gehalten. Und nicht-autistische Jobcoaches stehen den autistischen Softwaretestern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Dass dieses Prinzip aufgeht, zeigte sich für Dirk Müller-Remus kürzlich, als ihn seine als eher ungesellig geltenden Kollegen mal wieder angenehm überraschten. Unsere Mitarbeiter hier in Berlin haben zusammengesessen, also unsere autistischen Mitarbeiter, und haben von sich aus vorgeschlagen, Betriebsausflug zu machen. Und das zeigt schon mal, also, dass
dass es wohl doch ein bisschen anders ist, als es oftmals so gedacht wird. Gut, dass es dann ins Technikmuseum nach Berlin ging, okay, das ist jetzt was anderes. Auticon alleine wird die horrende Arbeitslosenquote von Autisten nicht senken können. Und nur rund 15% aller Menschen mit Asperger-Syndrom interessieren sich überhaupt für Computer und Informatik. Umso wichtiger ist es also, dass auch diejenigen Autisten mit ihren Fähigkeiten endlich ernst genommen werden, die nicht ins vergleichsweise gut zu vermarktende Nerd-Schema passen. Kommen wir nun von der anderen Informationsverarbeitung zu poetischen Vorschlägen für Informationssuchen. Denn genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Konrad Lischka, ich arbeite seit Jahren bei Spiegel Online im Ressort Netzwelt, bin stellvertretender Ressortleiter, schreibe über das Internet, Katzen, Google, Urheberrecht. Ja, ich habe irgendwann Wochenenddienst gehabt diesen Sommer und habe irgendwann nachts, glaube ich Freitagnacht, irgendwie auf Facebook gesehen, hat jemand ein Gedicht gepostet von Google Poetics. Das ist eine Seite auf Englisch von zwei Finnen, die so lustige Google-Ergänzungen, die zu Gedichten werden, sammeln. Naja, die Google-Suche versucht ja zu ergänzen, ne? Wenn man ein paar Buchstaben eintippt, kommen Ergänzungen daraus. Also man schreibt, es ist, und dann kommen die Ergänzungen. Es ist noch Suppe da zum Beispiel. Ne? Das generiert Google aus Dingen, die besonders häufig in dieser Ergänzungsform im Netz zu finden sind über den Crawler, wie oft bestimmte Suchergebnisse angeklickt werden. Man hat immer so 3, 4 Ergänzungsvorschläge hintereinander im Suchfenster, wenn man anfängt, was einzutippen. Und dann habe ich irgendwie mir 10, 20 schöne rausgesucht. So, ich will das rumprobieren, habe einen kleinen Text gemacht, natürlich getwittert. Google über Gott, Suppe und ich glaube den Sinn des Lebens habe ich drüber geschrieben. Es ist, was es ist alles eitel, es ist noch Suppe da, es ist soweit. Ja, meistens ist es wirklich traurig oder, naja, bittere Erkenntnisse über das Leben. Das liegt vielleicht auch daran, was man, wie man es liest, aber ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, habe ich eins gelesen, ne? Im Anzug zur Schule, im Anzug schwitzen, im Anzug zum Vorstellungsgespräch. Das ist eigentlich so das komplette Leben eines Menschen, der sich, ne, in die Verhältnisse fügt. Durch die Absurdität, durch diese zufällige Aneinanderreihung, es ist schon irgendwie etwas Eigenes und es ist etwas, ja, was völlig Neues. Also Menschen nehmen natürlich auf all das Einfluss, was da passiert. Nicht in dem Sinne, dass sie etwas schöpfen wollen, aber all das, was da drin steht in den Ergänzungen, das ist ja das Resultat dessen, was Zehntausende von Menschen in die Suchmaschine eintippen, worauf sie klicken. Diese Gedichte sind flüchtig, erstens, weil das Netz atmet, ja, es verändert sich ja ständig, weil die Leute anders suchen, auf andere Dinge klicken und sich das auch ja gegenseitig beeinflusst, ne? Was das Angebot ist im Netz an Texten, was die Leute bei Suchergebnissen aufrufen, ist ja jeden Tag neu. Deswegen lebt das. Und jedes Ding, was man daraus fischt, was schön ist, ist vielleicht in ein paar Monaten nicht mehr da. Wenn Poesie nicht gerade von Suchmaschinen produziert wird, findet man sie gemeinhin in Büchern. Und das schon seit ein paar hundert Jahren. Kritiker werfen der Buchbranche vor, sich seitdem nicht sonderlich weit verändert und das Internet nicht begriffen zu haben. Einige Autoren versuchen nun, die Verlage von innen heraus zu revolutionieren, und zwar mit Hilfe freier Lizenzen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Bei seinem aktuellen Buch wollte der Journalist und Sachbuchautor Dirk von Gehlen etwas Neues ausprobieren. Er wollte sein Buch unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Bei diesen Lizenzen kann der Autor zum Beispiel entscheiden, dass sein Buch unter bestimmten Bedingungen frei kopiert und als E-Book im Internet weitergegeben werden darf. Die Hoffnung ist, dass mehr Leute über dieses Buch reden. Und je mehr Menschen Kontakt mit diesem Buch haben, umso mehr werden es dann hoffentlich auch kaufen. So, dass es für den Verlag und für mich als Autor sich vielleicht auch finanziell lohnt. Creative Commons Lizenzen gibt es seit 2002. Erfunden hat sie der Juraprofessor Lawrence Lessig in den USA. Seine Idee: Wenn ein Urheber jemand anderem verbieten kann, ein Buch oder einen Film zu kopieren oder Teile daraus zu verwenden, dann kann der Urheber genau das auch erlauben. Also entwickelte er ein rechtliches Baukastensystem, mit dem ein Urheber solche Entscheidungen treffen kann. In welcher Form darf das Werk kopiert werden? Dürfen Teile daraus weiterverwendet werden? Zum Beispiel Textauszüge für Lehrbücher oder Anthologien?
Darf es kommerziell oder nur nicht kommerziell weiterverwendet werden? Diese Entscheidungen wollte Dirk von Gehlen selbst treffen. Doch für seinen Buchverlag war das völliges Neuland. Das Schockierende ist, dass wir das überhaupt noch nicht ausprobiert haben. Es gibt diese Lizenzen seit über 10 Jahren. Und wenn man in den deutschen Verlagsbranchen guckt, dann wissen die Leute überhaupt nicht, wie es funktioniert. Im Internet wird Creative Commons häufig genutzt. Das bekannteste Beispiel ist das Internetlexikon Wikipedia. Alle Artikel dürfen kopiert, verändert und kommerziell weiterverwendet werden. Und einige Musiker und Dokumentarfilmer arbeiten ebenfalls mit Creative Commons Lizenzen. Und auch der elektrische Reporter. Häufig wählen die Kreativen eine Lizenzvariante, mit der das Kopieren zwar erlaubt ist, nicht aber das kommerzielle Weiterverbreiten. Manche finden die vielen unterschiedlichen Lizenzen unübersichtlich. Und vielen Internetbewohnern ist nicht klar, wann genau eine Nutzung kommerziell oder nicht kommerziell ist. Ist es etwa schon eine kommerzielle Weiterverbreitung, wenn der Text in einem Blog erscheint, in dem auch Werbeanzeigen zu sehen sind? Rechtlich eindeutig geklärt ist das alles noch nicht. Für den Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch steht Creative Commons aber vor einem viel größeren Problem. Außerhalb des Netzes ist es fast unbekannt. Es ist sicher so, dass Creative Commons noch nicht im Mainstream angekommen ist und immer noch etwas ist für Leute, die zum Beispiel darauf angewiesen sind, dass sie auch legal handeln, wenn sie ihre Werke frei im Internet zur Verfügung stellen. Vor allem Lehrkräfte an Universitäten und an Schulen oder auch Leute, die im staatsnahen Bereich tätig sind. Auch die meisten Wissenschaftsverlage veröffentlichen nach wie vor mit dem gängigen Urheberrecht. Nicht so der Berliner De Gruyter Verlag. Seit Anfang 2013 veröffentlicht das traditionsreiche Verlagshaus einen großen Teil seiner regelmäßigen Wissenschaftspublikation unter Creative Commons. Verlagsleiter Sven Fund sieht die Aufgabe seines Verlages vor allem darin, dass diese Bücher eine möglichst weite Verbreitung finden sollen. Ich bin überzeugt davon, dass Verlage nur dann eine Zukunft haben, wenn sie sich als Dienstleister verstehen und nicht als Rechteinhaber, die stückchenweise Informationen an die weitergeben, die dafür bezahlen. Aber gilt das auch bei Belletristik und Sachbüchern? Im Gegensatz zu Wissenschaftlern finanzieren sich diese Autoren und Verlage hauptsächlich durch den Verkauf der Bücher. Oft zahlen Verlage Vorschüsse, damit die Autoren schreiben können. Christian Sprang vom Börsenverein des deutschen Buchhandels bezweifelt daher, dass Schriftsteller bald ihre Romane mit CC-Lizenzen veröffentlichen werden. Trotz der vielen Vorteile. Und obwohl es für Schriftsteller immer schwerer wird, Geld zu verdienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es auf den traditionellen Weg kann, ist momentan aus Sicht der meisten Autoren einfach doch noch deutlich größer. Weil es keine erprobten Fälle gibt dafür, dass man jemals mit einer Creative Commons Lizenz wirklich nennenswert Geld verdienen kann. Bisher gibt es so gut wie keine namhaften Schriftsteller oder Musiker, die unter Creative Commons veröffentlichen. Es gibt auch keine Studien, die belegen, dass Künstler trotz oder gerade wegen Creative Commons Geld mit ihren Veröffentlichungen verdienen. Dirk von Gehlen will daher mit seinem Buch einen Anfang machen. Was ich nicht verstehe, ist, dass man dieses Wagnis nicht eingeht. Es wird auch Experimente geben, wo das vielleicht nicht klappt. Ich glaube, dass wir Creative Commons Lizenzen in viel, viel größeren Bereichen sehen werden. Doch das wird nur passieren, wenn mehr Autoren ihre Verlage dazu drängen, unter Creative Commons zu veröffentlichen. Die wenigsten Verlage werden sich aus freien Stücken auf solche Experimente einlassen. Zumindest, solange es keine wirkliche Erfolgsgeschichte gibt. Es ist wahnsinnig schwer, seinen Zeitgenossen geistige Geschenke zu machen. Franz Marc. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electric Reporter.